Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Illusion of Time für den Super Nintendo. Das letzte Mal haben wir uns ein bisschen mit dem Südcup vertraut gemacht, haben unsere Freunde kennengelernt, Eric, Seth, Lance. Und Eric, Seth und Lance, es sind tatsächlich nur drei. Wir selbst sind Will, ich wollte ihn auch noch mit aufzählen. Aber das ist ja der Protagonist. Außerdem haben wir Kara getroffen, die Prinzessin des Schlosses von Schloss Edwardsons Schloss. Und die war offensichtlich auf der Flucht, wurde wieder eingesammelt. Und wir wurden zum Schloss von Schloss Edward. Zum Edward von Schloss. Zu Edwards Schloss. Also zu dem Schloss. Aber, ne. Bevor wir zum Schloss von Schloss Edward gehen, zum Schloss Edwards, zu... Zum Schloss von Edward. So, will ich noch kurz was zeigen, und zwar dieses kleine Portal. Wo führt uns das hin? Zum Sphärenportal. Das ist das Sphärenportal. Ich bin Gaia, die Quelle allen Lebens. Ich bin dein Helfer und Beschützer. Nur wenige Auserwählte können dieses Portal betreten. Such es auf, wann immer du es siehst. Im Portal kannst du das bisherige Geschehen speichern. Tue dies, bevor du weiterziehst. Und hier können wir speichern. Ganz offensichtlich. Es ist vollbracht. So sei es. Leb wohl. Und außerdem können wir hier noch ein paar andere Sachen machen in Zukunft. Welche das sind, werden wir recht bald zu Gesicht bekommen. Jetzt möchte ich erstmal dann tatsächlich zum Edward von Schloss Edward gehen. Zum Schloss Edwards. Zum Schlosse des Edwards. Zum Königsschloss. Könige haben Schlösser. König Edward hat sich in sein Schloss beordert. Na dann viel Glück. Ich gehe hier zur Seite. So, und jetzt werden wir mit der Oberwelt vertraut gemacht. Die können wir nicht frei bereisen, wie jetzt zum Beispiel in Terranigma, was ja, wie ich schon gesagt habe, der inoffizielle Nachfolger dieses Spiels ist, das ungefähr zur gleichen Serie gehört. Sondern wir können im Endeffekt nur aus einer begrenzten Anzahl Orten wählen, zu denen wir gehen können. Deshalb habe ich auch gesagt, wir können nicht unbedingt zu früheren Orten zurückgehen, das Ganze ist sehr linear gehalten. Und im Moment hat man nur ein Ziel, nämlich Edwards Schloss. Zum Schloss von Schloss Edward. Ich glaube, das behalte ich so bei. Edwards Schloss. Yay. Hui. Vorzüglich. Edwards Schloss. Ah, das ist König Edwards Schloss. Ich muss dein Eindringen melden. Will zeigt der Waffe... Der Waffe da im Hintergrund. Der Wache den Brief, meine Herren. Ein Gast des Königs. Tut mir leid, willkommen im Schloss. Dankeschön. Und jetzt putzt mir die Schuhe. Okay, hier haben wir auch, ich glaube, ein rotes Juwel, das wir finden können. Hier hinter der Säule steht nämlich jemand. Irgendwo. Gleich. Achso, nee, das ist die Wache. Wir müssen warten, bis die Wache hinter der Säule steht. Denn da hält sie Wache. Hinter der Säule. Schön. Oh, du hast mich beim Schlafen erwischt. Verrate nichts. Als dann gebe ich dir ein rotes Juwel. Yay. Und wir haben ein rotes Juwel bekommen. Das wird gleich mal wieder einsetzen werden. So. Dann... ich werde da nicht runtergehen, denn da kommen wir eh noch hin. Ich werde allerdings ein bisschen nach oben gehen. Du bist also Will. Hat der König dich herbeordert? Sei vorsichtig, wenn du mit ihm sprichst. Okay, Alte. Ich muss mal. Leider habe ich keinen Dosenöffner. Kannst du mir vielleicht weiterhelfen? Okay, finde ich recht interessant. Vor allem in der englischen Version sind das eigentlich zwei Verliebte und er ist einfach nur super schüchtern. Aber das mit dem Dosenöffner finde ich auch gut. Sehr schön, sehr schön. Das sind die Gemächer der Prinzessin. Kein Fremder darf hinein. Wer ist es? Hey, Kara. Ein Gast? Nur ein Straßenjunge. Ich bin es, Kara. Die Stimme, ich kenne sie. Lass ihn hinein oder ich verrate jedem deinen Spitznamen. Oh, lieber nicht. Bitte trete ein, Herr. Okay. Hallo. Gestern, du Drecksack. Ich soll den Kristallring zu König Edward bringen. Zum Schloss von König Edwards Schloss. Zum Schloss von Schloss Edward. Unfassbar. Einfach unfassbar. Immer muss mein Vater anderen Menschen etwas wegnehmen. Ich bin schon einmal von hier weggelaufen. Jetzt darf ich nicht mehr raus. Eigenartige Dinge geschehen seit kurzem im Schloss. Meine Mutter hat einen Jäger angeheuert. Ich ahne Schlimmes. Er muss gehen, Prinzessin. Ich habe Angst. Meine Eltern sind nicht mehr dieselben wie früher. Bitte hilf mir. Nimm mich mit. Bitte. Prinzessin! Hey, bitte komm zurück. Prinzessin! Ah! Okay, gut. Wir haben mit Kara gesprochen und haben rausgefunden, dass es offensichtlich nicht alles mit rechten Dingen zugeht hier im Schloss von Schloss Edward. Im Schloss von Edwards Schloss. Im Edward. Yee. Gehen wir weiter. Haben wir eigentlich... Moment... Der Erzraum liegt vor dir. Nimm die Treppen, um den König zu sehen. Ah, okay, gut.
Gut, hier ist der Audienzraum, da möchte ich noch nicht hin. Ich will mal gucken. Nee, hier drüben gab es nichts Interessantes. Vor kurzem wurde ein Jäger angeheuert. Ich frage mich, was der König vorhat. Ah, okay. Dann gehen wir halt doch zum König. I say. Okay, hallo König, hallo Königin. Ich laufe mal kurz hier vorbei. Nein, hier ist nichts. Okay. Bist du wohl, du siehst so schäbig aus. Oder hast du den Kristallring dabei? Nö. Du magst es mir so etwas zu sagen? Wachen, werf diesen unverschämten Kerl in die Kerker. Durchsuch dann sein Haus und bring mir den Ring. Sofort, mein König. Aha, Applaus, Applaus, Applaus. Hilf mir, Omi. Hilf mir. Wie hast du mich genannt? Entschuldigung. Ich meinte ältere Dame. Moment, verdammt. Edwards verließ. Was habe ich nur getan? Sie haben mich einfach in den Kerker geworfen. Ich muss mich zusammenreißen. Es muss einen Weg geben, dieser Zelle zu entkommen. Schauen wir mal. Die Tür. Es ist verschlossen. Verdammt. Die Wand. Diese Wände haben Tausende von Gefangenen kommen und gehen sehen. Welche Qualen haben sie erleiden müssen, stand da, glaube ich. Jemand war an diese Kugel gekettet. Okay. Huch. Na gut. Offensichtlich gibt's hier keinen Weg raus. Ja, Spiel vorbei. Bis dahin. Tschö, tschö. Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Wir müssen jetzt einfach nur noch ein bisschen warten. Und ja, ist das Spiel erfüllt das alte Klischee. Man wird ins Gefängnis geworfen, muss erstmal warten. Aber naja. Huch. Ein Soldat wispert durch ein Loch in der Zellendecke. Hey, Rotznase, hier ist etwas zu essen. Oh, ein Baguette. Will probiert etwas von dem Brot. Das Brot ist hart, es schmeckt ekelhaft, ranzig und verschimmelt. Irgendwie vermisst er doch ein bisschen Oma Lolas Nouvelle Cuisine. Okay. Dafür haben wir jetzt Brot gegessen. Sehr gut. Sonst noch was Interessantes? Nö. 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 Na gut. Ein langer Tag geht vorüber. Wie muss es erst den Gefangenen gehen, die schon seit Ewigkeiten hier sind? Ich muss einen Fluchtweg finden, aber mir fallen die Augen zu. Schnarrig. Nju. Eine bekannte Stimme kommt aus der Flöte. Will, hier ist dein Vater. Wusch. Vater? Du bist groß geworden, seitdem ich dich zuletzt gesehen habe. Schmeckt Oma Lolas Pastete noch immer so gut? Sicher, Vater. Wo bist du? Dafür ist es noch zu früh. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Hör zu. Für dich tue ich nichts. Was kann ich für dich tun, Vater? Nur du kannst mich retten. Auch ich war eins in dieser Zelle. Schau auf die Wand links. Bonk. Wow. Cool. Das möchte ich haben. Bling. Was ist das? Hast du etwas von Großvater Bell gehört? Großvater? Er war ein Architekt. Dein Großvater kennt das Geheimnis dieses Steins. Geheimnis? Metal Gear? Von nun an erwartet dich das Unfassbare. Was meinst du? Nimm den Stein an dich. In ihm ist die dunkle Kraft des Kometen enthalten. Mach dir diese Kraft zum Verbündeten. Du musst die Ruinen der Welt aufsuchen. Dort findest du die mystischen Statuen. Je näher du dem Kristall kommst, desto größer wird die Macht des Bösen sein. Will, ich muss gehen. Du musst dich beeilen. Suche die Inka-Ruinen auf. Die Stimme aus der Flöte wird leiser und verklingt. Okay. Ich hab einen Stein. Grunz, grunz. Schweinchen. Schweinchen. Oh Gott, Free Schnitzel. Ist das nicht Karas Ferkel? Na sowas, an seinem Schwanz ist ein Brief festgebunden. Im Brief steht. Ich habe erfahren, dass sie dich eingesperrt haben. Ich kann nicht fassen, was mein Vater tut. Höre, was ich dir zu sagen habe. Auch ich bin gefangen in einem Käfig aus Gold. Ach Gottchen. Aber heute Nacht werde ich das Schloss für immer verlassen. Auch du wirst frei sein, Kara. Ha. Schlüssel. Erhalten. Yay. Ja. Dankeschön. So, damit kommen wir jetzt hier raus, wenn ich den equipped habe. Da werde ich gleich drauf eingehen. Sobald wir hier draußen sind. So. Während du den Zellenschlüssel drehst, öffnet sich langsam die stählerne Tür. Flop. Wunderbar. Und auch hier können wir öffnen. Flop. Hey. Ich brauche keine Hilfe, ich komme hier alleine raus. Okay. Hier haben wir noch ein Sphärenportal, das wir allerdings jetzt gerade mal nicht brauchen. Und wir gehen einfach hier unten durch. Und zu einem ersten Dungeon.
wo wir auch kämpfen können. Will greift mit seiner Flöte an, die offenbar ziemlich massiv ist, denn sie kann Gegner einfach so mal erledigen, ohne Probleme. Jetzt kann ich oben so ein bisschen auf die Leisten eingehen und wie das Kampfsystem funktioniert. Gleich. So, im Endeffekt haben wir oben links unsere HP. Deine Energie, LE, hat sich erhöht. Die Energie spaltet sich auf in diese kleinen Blobbel und die größeren Blobbel. Wenn du alle Gegner um dich herum besiegst, erscheint ein Juwel. Und das kommt auch noch dazu. Die großen Blobbel sind quasi 2 HP, die kleinen sind 1 HP. Das heißt, im Moment haben wir 9 HP. Die Gegner haben rechts oben entsprechend auch eine Leiste. Die ändert sich je nachdem, welchen Gegner wir gerade angreifen. In der Mitte ist unsere dunkle Kraft. Das sind quasi unsere Extra Lives, kann man sagen. Wir haben im Moment 0 Extra Lives und 7 dunkle Kraftpunkte, sag ich jetzt mal. Die erhalten wir, indem wir die dunklen Juwelen einsammeln. Wenn wir 100 davon haben, erhalten wir einen Extra Life. Das Extra Life, wenn das eingesetzt wird, sorgt es dafür, dass wir nicht den Spielstand neu laden müssen. Allerdings werden wir an den Anfang des Areals gestellt, in dem wir gestorben sind. Außerdem hat Will so eine kleine Spezialattacke im Moment. Das ist die Sprungattacke. Wenn wir die Angriffstaste gedrückt halten und kurz nach ausgeführtem Angriff in eine Richtungstaste drücken, dann können wir diese Sprungattacke starten, die ein bisschen eine größere Reichweite hat und die auch ein bisschen stärker ist. So, jetzt kümmere ich mich erstmal hier um diese ganzen Fledermäuschen. Wir haben schon gesehen, dieses Juwel, das da erschienen ist im letzten Raum. Jedes Mal, wenn man einen Raum komplett von Monstern befreit, erscheint eines dieser Juwelen und erhöht unsere Lebensenergie, unsere Angriffskraft oder unsere Verteidigung. Und yeesh. Und das heißt im Umkehrschluss natürlich, dass wir, soweit es geht, alle Gegner in allen Arealen umlegen wollen, damit wir entsprechend aufleveln können. So, die Skelette halten ein bisschen mehr aus. Die 2 Sprungangriffe sind da ausreichend. Ich glaube, da unten kommt auch ein Gegner raus. Sieht auf jeden Fall sehr verdächtig aus, ja. Ah, jetzt hätte ich kurz was zeigen können. Ich war allerdings ein bisschen zu langsam. Unsere Telekinesekraft hat nämlich noch eine zweite Funktion, kann man sagen. Ich versuche die demnächst zu zeigen. Schauen wir mal, ob es hinhaut. Jetzt wollen wir erstmal hier ein bisschen durchschauen. Der erste Dungeon ist natürlich recht einfach gehalten. Natürlicherweise. Sonst wäre es ja ein bisschen gemein. So, ich kann mal schauen. Vielleicht kann ich es da unten bei den Gegnern zeigen. Genau. Dann sammeln wir das ein. Nee, so kann ich es nicht zeigen. Komm, mach schon. Trau dich! So, wir können nämlich auch einfache Projektile blocken. Wir können die meisten Projektile damit blocken, nicht alle. Es gibt einige, die nicht blockbar sind. Da muss man dann tatsächlich ausweichen. Und wir bekommen unsere Angriffskraft erhöht. Sehr schön. Angriffskraft und Verteidigung läuft ganz einfach so. Wenn wir einem Gegner mit 2 Verteidigung Schaden machen, wenn wir 2 Stärke haben, einen Gegner mit 0 Verteidigung Schaden machen, kriegt er 2 Schaden. Wenn er 1 Verteidigung hat, kriegt man 1 Schaden. Also es ist immer quasi Stärke minus Verteidigung ist der endgültige Schaden. Das heißt, wir wollen natürlich unsere Verteidigung oben halten und unsere Stärke auch, damit wir Gegner schneller umhauen und entsprechend mehr aushalten. Das ist im Endeffekt ein ganz einfaches System, aber funktioniert für den Zweck. So, die Dinger hier können wir bewegen. Oh, da ist was rausgekommen. Hallo. Es folgt uns. Oh mein Gott. Mach's weg. Tu mir nichts. Okay. Dann geh aus dem Weg, Mann. So. Auch erledigt. Gegen diese Stachelkugeln können wir nicht viel unternehmen. Ah, gerade noch geblockt. Du fliegst direkt vom Gegner rum. Folge mir oder der Dämon wird dich holen. Okay. Ja, gleich. Ich habe hier noch zu tun. So. Moment, müssen wir da unten. So. Wir können natürlich entfernte Objekte, wie jetzt diese dunklen Juwelen, auch mit unserer Telekinese einsammeln. Das haben wir ja schon gelernt. Yeesh. Das war irgendwie ein bisschen knapp, aber okay. Da haben wir einen Schalter. Die können wir aktivieren und wollen das in der Regel auch tun. Da war ich ein bisschen langsam jetzt. Es gibt nicht viele Möglichkeiten, HP wieder aufzufüllen. In seltenen Fällen lassen die Gegner HP-Juwelen fallen, allerdings wirklich nur in super, super, super seltenen Fällen. Meistens werden unsere HP entweder geheilt, indem wir ein Sphärenportal betreten und dort speichern, oder wenn wir ein HP-Upgrade bekommen, dann werden auch die HP geheilt. Komplett. So, jetzt aktivieren wir den Schalter hier, können da vorbei und ich glaube, da oben ist eine Kiste, ja. So, Heilkräuter gefunden. Sehr schick. Sehr, sehr, sehr nice. So.
nochmal den Schalter drücken. So. Am Anfang sind die Rätsel natürlich relativ übersichtlich. Ist ganz klar, ist ja nur der Tutorial-Dungeon sozusagen. Wunderbar. Erhöhte Verteidigung. Das ist schon mal schön. Das gefällt mir. Gut, gut, gut. Achso, dann kann ich jetzt auch aufs Statusmenü eingehen. Das Statusmenü finden wir im Hauptmenü. Da sehen wir unsere aktuelle Lebensenergie, das ist 9. Wir sehen unsere dunkle Kraft, die ist 40. Also wir haben 40 rote Juwelen quasi eingesammelt. Wir haben eine Stärke von 2 und eine Abwehr von 1. Und wir haben aktuell den Kalkbeschlüssel ausgerüstet. Dunkle Kräfte haben wir zurzeit gar nichts. Was das ist, werden wir auch noch sehen. So, komm. Okay, nope. Give, please, dankeschön. Na komm schon. Ja, wunderbar. Meins. Sehr schön. So, jetzt hier entlang. Ich glaube, ja, hier fallen Speere von der Decke. Habe ich mich recht entsonnen? Ups. Okay, die sind jetzt wesentlich schneller tot. Das gefällt mir ganz gut. Ah, solche Räume sind doch einfach die schönsten. Oh boy. Na, jetzt ist die Fledermaus da. Nicht ungünstig. So. Okay, darum. Wunderbar. Jai, der Schalter bewegt sich nicht, er ist zu verrostet. Das ist allerdings kein Problem. Denn wir gehen hier erstmal durch den monsterverseuchten Bereich. So. Geh mal weg da. Stehst im Weg, Mann. Dankeschön. Und springen einfach von oben auf den Schalter. Und gehen da rein. Innen finden wir dann... Eine silbern-rötliche Kugel erscheint, wenn deine Gegner besiegt sind. 100 dieser Kugeln sind gleichbedeutend mit einem Leben. So schlägt dich auch eine Niederlage nicht so weit zurück. Genau das, was ich schon erklärt habe. Und hier haben wir ein rotes Juwel. Sehr schön. Huch. So. Ich war gerade ein bisschen durcheinander. Ich wusste nicht mehr, welche Knöpfe ich drücken muss. How do I button? So. Und du solltest mir... Nee, du warst noch nicht der letzte Gegner auf dem Screen. Okay. Wir können uns auch mit Start so eine kleine Übersicht quasi aufrufen. Nicht wirklich eine Karte, da wir keine Karte im Laufe des Spiels finden von den Dungeons. Aber wir sehen ungefähr, wo sich Gegner und Schätze befinden. Relativ zu unserer Position. Jetzt zum Beispiel. Das hier ist eine Art Miniboss, kann man sagen. Nichts wirklich Kompliziertes. Unsere Lebensenergie wird aufgefüllt, das ist sehr nice. Deine Energie hat sich erhöht. Sehr schön, damit werden wir auch vollständig geheilt. Und der weitere Weg öffnet sich uns. Oh Gott, das wurde von der Blume gefressen. Nimm die Flöte und spiel die Melodie. Okay, das kann ich. Dip, 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 Lolas Melodie. Sanft spielst du die Melodie, die Lola dir beibrachte. Du hörst von irgendwoher eine seltsame Stimme. Begib dich zum Schalter auf der rechten Seite. Okay. Dip, 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 dip. Eine düstere Stimme. Die Pforte wird sich erst öffnen, wenn dieser Schalter umgelegt wird. Drücke den Schalter, wenn ich rufe. Ich zähle bis 3. Mache keinen Fehler. Zähle nicht bis 2, zähle nicht bis zu 4. Bis zu 3 sollst du zählen. Na gut, okay. 1. 2. 3. Oho. Die Pforte öffnet sich. Tritt ein. Okay. Na gut. Weiter geht's durch den Dungeon. Okay. Das war ein kleines Mini-Rätsel, das uns einen Charakter näher bringen soll, den wir später noch sehen werden. Ha, das war super geblockt, Mensch. So. So, mal rüber. Au, das war nicht so super geblockt. Ah, ich hab nicht damit gerechnet, dass der so schnell schießt. Ah, ich hab den oben noch erwischt, sogar 2-mal. Oh! Du bist des Todes! Und es öffnet sich ein Sphärenportal. Das ist sogar jetzt irgendwie wichtig, dass wir da reingehen. Oh, eine neue Statue. Da schau mal einer an. Du bist verwundet, schließe deine Augen. Ich bin Gaia, die Quelle allen Lebens. Erhöre meine Ratschläge. Dein Äußeres ist nur vorübergehend. Stell dich vor die Statue neben mir. Okay. Ja, ich möchte die Reise fortführen. Allerdings sehen wir erst in der nächsten Folge,
was es hiermit denn auf sich hat. Hohoho, ho, ho, Cliffhanger. Ho, ho, ho. Gut, dann würde ich sagen, das war es erstmal von meiner Seite aus. Ich hoffe, dass das beide so gefallen. Falls ja, aber abonnieren, kommentieren, gut bewerten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.